Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs. So, ich habe jetzt mal in der letzten Zeit ein paar Stündchen, wo ich auch gerendert habe, die anderen Folgen, habe ich mal ein bisschen gelevelt. Natürlich möchte ich das speichern, dann gehen wir mal kurz gucken, wie viel wir Zeit verbracht haben, dann seht ihr das auch. Wir haben knapp gute 4 Stunden verballert hier und 4 Level erreicht, damit halt Jessica und Genghis und wir selbst auch ein paar Level bekommen. Und wir behutsam erstmal durch die Wildnis. Ihr müsst. Nein. Ich will nicht. Ja, dann speicher doch. So. Ich wollte gleich noch eben schlafen gehen. Ja, wie wir speichern das? Da habe ich mir gedacht, komm, lass den alten Speicherstand, wo wir letztes Mal gestartet sind, beziehungsweise wo wir letztes gespeichert haben. Und machst du dann halt den letzten Speicherpunkt nach oben hin. Ja, ich möchte das Abenteuer fortführen. Wir wollen natürlich weitergehen. Darüber hinaus habe ich den Kessel ein bisschen benutzt, wo wir bestimmt auch die Rezepte nachschauen können. Ah, da kommt noch was raus. Nee. Wo ist jetzt Kreis? Alle Rezepte. Starke Arznei, spezielle Arznei, da sehen wir es. Die Schlangenpeitsche, Federkappe und so. Das habe ich alles gefunden, die Sachen, beziehungsweise hatte ich auch teilweise noch im Inventar die ganzen Arzneien. Und habe dann unsere Krieger ein bisschen mit ausgerüstet. Der hat die Kappe zum Beispiel hier. Ach, der Spitzhut ist noch hier. Muss auch mal gucken, dass ich den auch irgendwie wegkriege. Hier haben wir auch noch teilweise ganz viele Sachen im Inventar, die muss ich auch natürlich loswerden. Aber bevor wir das halt loswerden, wird es erstmal Nacht. Supi, dupi. Gehen wir weiter. Wollte nämlich noch. Schlafen wir? Ich schaue jetzt gerade mal. Eigentlich. Ah, komm, wir schlafen, dann sind wir wieder im Hellen. Jo, übernachten. Knapp an die 3000 Gold. Das sollte eigentlich so für das nächste Updaten sozusagen eigentlich ganz gut sein. Nur ich will. Nein, ich will nicht nochmal übernachten. So, das hatten wir die letzten Mal schon ausgeführt. Was ich noch gemacht habe, sind die ganzen Samen. Weisheitssamen, Magiesamen habe ich schon untereinander aufgeteilt. Wo wir dann halt Flinkheit noch dazu hatten. Ich habe halt mehrere Sachen, die dabei sind. Der rechte flieht eh, das heißt, wir werden uns erstmal um die kümmern hier. Tschüss. Weil das geht eigentlich ganz relativ gut, zügig zu. Weil Jessica hatte vorher so eine billige Peitsche, die werde ich aber auch auf Magie setzen, das heißt, die wird im Nachhinein wirklich stark werden. Unsere Magierin, Hauptmagierin sein. Ah, was ist der Fall? Magische Tierhaut. Jetzt bin ich am Überlegen und gucken, dass da nichts passiert. Dass ich doch mal. Ich hatte mir mal ein paar Rezepte rausgesucht. Weil mit der magischen Tierhaut konnte ich irgendwas anstellen. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich meine, das mit dem Topfdeckel. Hatte ich so Topfdeckel, glaube ich, plus die magische Tierhaut. Können wir mal ausprobieren, wenn ich den Topfdeckel noch habe. Ja, den habe ich noch, super. Das heißt, wir machen Alchemiekessel. Na, was können wir reinwerfen? Dann nehmen wir den Topfdeckel. Die magische Tierhaut, dann starten wir das Ganze. Da Q ist dies. Ja, man kann die Rezepte sich irgendwo nachlesen. Oder ich hatte jetzt auch nur ein paar Bücher noch gehabt, dass ich das wusste. Mit dem Käse gibt es auch eine Sache. Und als ich das Spiel neu gestartet habe und beim Speicherpunkt aufgetan bin, konnte ich hier mit unseren Gefährten reden, die dann da sind. Und dann können wir halt weiter damit laufen. Mir ist es eigentlich, ja, man kann so zwischendurch fragen, was noch ansteht, wenn man halt nicht weiterkommt, ganz genau, aber ich glaube, wir kommen allgemein ganz gut voran. Laufen wir den Weg weiter? Ne, ich will nicht den Weg weiterlaufen. Vielleicht haben wir irgendwo eine Schatzkiste. Ist da hinten ein Dorf? Scheint da hinten ein Dorf zu sein. Die Klinglings, die sind ganz gut, wenn man halt ein bisschen Level farmen will. Da lässt man sie einfach so lange leben, ein bisschen Unterstützung rufen. Und dann kommen halt so Wambodrachen. Ich glaube, Wambodrachen oder Wampdrachen. Und die haben wirklich viel, die machen auch viel Schaden,
darüber hinaus, aber die geben sehr viel Erfahrungspunkte. So, wo kommen wir jetzt hier runter? Ah, hier hinten am End. Ah, was ist das? Eine Kirche, Kloster? Oder ist das wirklich ein Dorf mit so einer Mauer drumherum? Sehen wir gleich, wenn wir angekommen sind. Lalala. Lauf! Ich will nicht, lauf! Ah. Das heißt, wir werden hier schon mal nicht angegriffen. So, guten Tag. Hier, glaube ich, können wir speichern. Wollen wir nicht? Guten Tag. Landstreicher, ich hau dich gleich. Dann gehen wir halt mal uns umgucken. Ich will jetzt nicht mit allen reden hier. Ich will. Da sind Wachen vor. Da sind noch Türen. Beschützt ihr denn hier meine Freunde? Hallo? Ich leg dich gleich übers Kreuz, mein Freund, mit deinem Anhänger da. Siehste? Knie nieder. Ja, ich wollte den eigentlich schon alles aufreißen. Aber nee, du hast uns davon aufgehalten. Toll. Schwachmat, und nun? Wir wollen da rein. Wenn es hier nichts gibt, dann fragen das Fräulein hier. Was hat die noch hier? Angelo. Marcello war ja der obere. Vielleicht sind es Gebrüder oder so, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Fangen ihn nochmal hier. Okay, der quackt mit dem gleichen Mist zu. Dann laufen wir mit Speed weiter hier, wenn es hier nichts Spannendes gibt. Geht's halt weiter. Soll mir recht sein. Warte mal, gibt es irgendwo Kisten? Da sollte ich vielleicht später. Weil ich will diesen Diebesschlüssel haben. Weil damit kann man angeblich jede Kiste öffnen, die verschlossen ist. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Meine Güte. Tschüss. Alle vier gleichzeitig in der Klatsche. Jetzt ist eigentlich die Peitsche ganz gut auch so, wenn man all mit allem Angriff starten will. Aber ich will doch nachher da Magie haben und dann noch so ein. Gucken, was da noch der vierte Charakter noch machen kann. Gold, 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 Gold. Knapp, was haben wir jetzt? 3000? Ja. Oh, wir haben das Pling gehört und das Pling bedeutet, es ist das im Kessel fertig. Ein Lederschild. So, wir machen das weiter, das weiß ich noch. Zack. Er sollte nämlich ein Bronzeschild rauskommen. Es klappt auf jeden Fall. Ich tippe mal, dass da das Bronzeschild da rauskommt. So, wo lang? Warte mal, da ist ein Schild. Genau, vor dem Schild auch noch. Ist klar. So, dann machen wir hier die Klatsch. 3 von 4 hat man down gekriegt. Das ging ja relativ schnell. Gold am Schien, okay. Kommen dies. Haben die irgendwie getrunken oder so? Oder muss man hier irgendwie was rätseln? Vom Pliegel, keine Ahnung. Dies ist der Orts. Ach, man weiß es nicht. Ich glaube, die haben getrunken. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Vielleicht lässt sich da was zum Einkaufen holen. Kleines Dorf. Ein paar Häuschen, eine Kirche, wo wir speichern können. Aber wir gehen erstmal hier rein. Guten Tag, die Herren.
Das sieht mir aus wie wohlgewonnen eine Kneipe. Ah, und es ist auch eine Kneipe, Suppi. Jetzt gehen wir erstmal schauen hier. Ah, unser vierter Charakter scheint da zu sein. Aber bevor wir mit dem reden, gehe ich erstmal nach oben hier und schau mal. Möchtest du etwas kaufen? Na sicherlich, wenn du was hast. Okay, das brauche ich nicht. Din, 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 din. Guten Tag. Ich hätte gern. Oh, du hast neue Sachen. Super. Florett. Das heißt, das kann unser vierter Charakter nur nehmen. Den Langspeer, den Zauberstab und den Hammer. Ich würde erstmal das hier kaufen. Ja. Und den noch. Wir überlegen. Was haben wir denn hier sicherlich zu verkaufen? Hier die Peitsche können wir verkaufen. Ah, da eine Münze. Aber da bekommen wir noch nicht auf die volle Anzahl. Da warte ich am besten ab. Taschen können wir noch etwas füllen. Das heißt, wir müssen noch so 3000 nochmal zusätzlich verdienen. Kriegen wir bestimmt hin. So, Transfer. Sicherlich. Den ist hier noch wer. Ah, hier sind noch ein paar Herren. Vielleicht habt ihr auch was zu verkaufen. Hallo? Okay, okay, Angelo, also ist Angelo namens der vierte Mann im Bunde. Guten Tag. Not now. I've almost got this game in the bag.